Schönen guten Morgen, meine Lieben, da bin ich wieder, Sebastian. Das ist jetzt schon wieder das vierte, fünfte Mal, dass ich das Video versuche. Und jetzt in der vergangenen Woche habe ich es auch jeden Tag versucht. So immer ist es mir nicht gelungen. Ja, langsam flippe ich aus, drehe am Rad, breche aus. Ich wollte euch heute erzählen, gestern ist mir was passiert, wo ich die soziale Phobie nochmal vermehrt gespürt habe. Spüre ich sonst auch oft, aber das war so ein Moment, ja, wo das einfach, ja, wo man das gut raussehen kann. Und davon möchte ich euch erzählen. Ich bin gestern Abend mit meiner Tochter spazieren gegangen, hier auch, so im Waldgebiet. Und auf einmal, es war schon dunkel, hört sie jemanden rufen, so, um Hilfe, Hilfe doch. Ich habe das gar nicht erst mehr mitbekommen. Ich dachte, nee, das ist ja jetzt nicht Notruf hier, die Sendung, ja. Bin ich jetzt hier in Notruf oder was? Und dann habe ich es aber auch gehört. Dann bin ich da hingegangen mit der Taschenlampe hingeleuchtet, bisschen mulmig, ja, ich kenne den ja nicht. Was ist da los? Warum liegt da jemand? Dann war da die Person, lag auf dem Boden, konnte nicht richtig sprechen, so, ja. Also man hat gleich gemerkt, war sehr stark alkoholisiert, sehr verwirrt und meinte irgendwie, sein Bein tut weh, er kann nicht aufstehen. Ich habe dann gefragt, wie ich ihm helfen kann, ob ich ihn hochhelfen soll. Der meinte, nein, das geht nicht, ja. Also wenn er mich da mal verstanden hat in seiner Verwirrtheit. Und dann habe ich öfter gefragt, ob ich einen Krankenwagen anrufen soll, weil das war so die einzigste Alternative für mich, dem wirklich helfen zu können. Ja, was hätte ich machen sollen, ja? Ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass er doch aufstehen kann, dass sein Bein vielleicht, ich weiß nicht, ob das jetzt echt so geschmerzt hat oder ob das nur irgendwie so in seinem Kopf stattgefunden hat. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls hat er dann irgendwann ja gesagt und dann habe ich meiner Frau den Standort per WhatsApp geschickt. Einfach, ich war aufgrund meiner sozialen Phobie so aufgeregt. Ich wusste gar nicht selber, wo ich war. Ja, natürlich schon so. Ja, ihr wisst, wie ich meine. Aber ich hätte schwer jemand anderen erklären können und ich hatte Sicherheitsbedenken so. Ich dachte mir, wenn ich jetzt noch an einem Ding das Telefon habe, ja, an dem anderen die Leine habe, wenn er vielleicht dann doch ausartet, der Typ, ja, ich kenne ihn nicht. Von früher von der Straße kenne ich es halt, dass Leute von jetzt auf gleich, die stark betrunken sind oder sogar auch nicht, ja, die nicht mal auf Drogen sind, von jetzt auf gleich die einfach eine reinhauen. Es gibt gar keinen Grund dafür. Deswegen hatte ich Sicherheitsbedenken. Und dann habe ich ihr das per WhatsApp geschickt, ja. Der Unterschied ist halt eben einfach, wenn man WhatsApp schickt und telefoniert, hat man ja in beiden Fällen sein Handy in der Hand. Aber dadurch, dass ich WhatsApp schreibe, konnte ich mich trotzdem noch auf ihn konzentrieren, weil ich niemandem zuhören musste, auf Fragen irgendwie eingehen musste. Ich konnte einfach schreiben, wo ich bin, Standort teilen. Und sagen, rufen Krankenwagen, der liegt da, sein Bein tut weh. So, das war viel einfacher, ja. Deswegen habe ich mich da so entschieden. Beim Telefonieren ist es dann so, dass es mir schwer fällt, mich auf zwei Sachen zu konzentrieren, ja. Also wenn da vorne noch jemand liegt und hier ist jemand am Telefon, dann kann ich mich ehrlich gesagt, ich kann mich nur auf einen konzentrieren, ja. Und da hatte ich eben Sicherheitsbedenken, dass ich dann, wenn ich da telefoniere, nicht mitbekomme, was der Typ vor mir macht. Und deswegen wollte ich das eigentlich nicht. Bin ein bisschen erkältet, Entschuldigung. Ja, deshalb wollte ich das dann nicht. Am Ende hat irgendwann meine Frau gesagt, was war das denn, warum ich selber anrufe? Ich habe es ihr gesagt mit den Sicherheitsbedenken. Okay, sie versteht es halt nicht. Ist auch egal, aber so habe ich es dann gemacht. Trotzdem hat mich dann irgendwann der Notarzt angerufen oder die Leitzentrale dort und gefragt, wo ich bin. Ja, weil die meinten, warum rufen sie denn nicht selbst an, sondern ihre Frau so. Ja. Ich wollte mich einfach auf die Person vor mir konzentrieren und gucken, was die macht. Und wo er mich angerufen hat, war das auch schwierig, ja, weil ich konnte mich wirklich nur auf den am Telefon konzentrieren und der war vor mir, der war mittlerweile aufgestanden und war so nah an mir dran, ja, wirklich, er war so nah an mir dran, so nah hat er mit mir geredet. Und ich fand das ein bisschen, ja, natürlich, man kennt die Leute nicht, ja, was weißt du, was der in seinem Kopf abgeht in der nächsten Sekunde? Wenn er vielleicht hört Krankenwagen oder wenn er denkt, ich rufe die Polizei da an, ja, weiß man nicht, wie der reagiert. Deswegen einfach war das so meine Entscheidung, das per WhatsApp zu machen. Und ja, letztendlich kam dann irgendwann auch der Krankenwagen. Der Typ war mittlerweile weitergegangen, aber komplett verwirrt. Er wollte hier zu so einem Verein irgendwie so, die einem helfen. Da wollte er hin und ich weiß, wo das ist. Und er ist weitergegangen. Sein Bein auf einmal hat irgendwie nicht mehr wehgetan. Und wusste gar nicht, wo der Weg ist. Er ist komplett wieder in die falsche Richtung gegangen. Und irgendwann kam dann der Krankenwagen und dann war das auch gegessen, ja. Aber das sind Momente, wo ich eben die soziale Phobie noch sehr merke. Ja, da gibt es viele, gestern auch mit Alex, mit dem Hund. Da merke ich, wenn er mir entgegenkommt, Alex ist der, mit dem ich schon öfters rede, den finde ich voll nett. Könnte mein Freund sein, wenn ich nicht eine soziale Phobie hätte, würde da sich vielleicht auch was ergeben mäßig, aber so geht es halt irgendwie nicht. Und da kam er mir entgegen, habe ihn schon von weitem gesehen. Da merkst du gleich, wie die Angst so hochkommt und du, ja, rechts, links guckst, ob ein Weg ist, wo du ausweichen könntest, dass es noch normal aussieht, nicht wie eine geplante Flucht.
Und da war ein Weg, aber ja, da dachte ich mir, komm, geh einfach drauf zu. Aber in dem Moment selber auch wieder natürlich die soziale Phobie sehr stark gemerkt, so in dem Falle, dass ich nicht weiß, was ich antworten soll, dass ich selber gar nicht weiß, was ich erzählen könnte. Unterschied ist eben, meine Tochter war auch dabei, so 5 Minuten vorher, wo ich alles das noch nicht wusste, dass Alex mir entgegengekommen ist. Ganz normal konnte ich mit meiner Tochter reden, ja, Späßchen machen. Und sobald dann diese Angst hochkommt, wo man so gelähmt ist, ist das alles verflogen. Ja, man ist so eingeklemmt. Das ist schrecklich, schrecklich. Ja, weil danach denkst du auch, du bist dumm, ja, du kriegst das nicht hin, wie peinlich ist das, ja, was denkt der Typ von dir? Da haben wir es auch wieder mit der sozialen Phobie, denkt man sehr oft drüber nach, was andere von einem denken können, und das ist egal, das muss man lernen, das ist egal, und wenn einer sagt wirklich, du bist dumm, weil du nicht richtig reden kannst in dem Moment, ja, dann sagst du halt, du bist selber dumm, Junge, geh mal, kann man da nicht, ja, mit sozialer Phobie in dem Moment, aber gedanklich, ja, kann ich sagen, ach, scheiße. Ja, meine Lieben, das wollte ich euch heute erzählen, diese Sache. Und ja, ich habe versucht, die ganze Woche Videos für euch zu machen. Es klappt einfach nicht so, weil einige haben gesagt, du traust dich, so ein Video zu machen, aber halt deiner Schwiegermutter traust dich nicht, die Tür aufzumachen. Für mich ist das ein ganz großer Unterschied, weil dieses Video, so wie in den vergangenen Tagen, kann ich jederzeit, wenn es mir zu viel wird, wenn ich merke, scheiße, das läuft nicht, abbrechen. Ja? Ich kann 5 Minuten weitergehen, es nochmal probieren, und dann kann ich auch ganz am Ende sagen, komm, lass es sein, versuch es morgen nochmal. Also da ist die Angst, ich kann das jederzeit beenden, was ganz anderes. Wäre jetzt meine Schwiegermutter mit mir hier draußen, ja, ich kann nicht einfach sagen, so, jetzt stopp, halt mal, ich mache mich kurz unsichtbar, bin in 5 Minuten nochmal da, wir fangen nochmal von vorne an. Also gefühlsmäßig ist das ein ganz großer Unterschied, ob die Kamera hier auf mich guckt oder ob hier ein echter Mensch steht. Ja, zudem ist das mit dem Videomachen jetzt auch, ja, weil so viele das so toll finden. Im Grunde muss man das gar nicht kennen, man muss es gar nicht können. Wie gesagt, für mir hilft es sehr, es ist eine Art Therapie für mich, weil ihr einfach wunderbare Menschen seid, weil mir das sehr geholfen hat, aber es ist wirklich nicht sehr, was soll man darauf stolz sein, ja, braucht man in seinem Leben nicht Videos machen. Ich verdiene kein Geld damit, von daher ist es eigentlich eine Sache, die man nicht tun könnte, und das muss man auch nicht können, ja, da sind andere Sachen viel wichtiger, wie das Miteinander mit anderen Menschen. Das wäre für mich wirklich da sehr viel mehr erstrebenswert, als einen Film von mir selber zu machen, Leute, also, ja, meine Lieben. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche, bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, und gerne könnt ihr in den Kommentarbereich alles Mögliche reinschreiben. Es muss nichts mit dem, was ich hier gesagt habe, zu tun haben. Es kann auch einfach sein, wie es euch ergeht, ja, wie es euch geht, wie es bei euch verläuft mit eurer sozialen Phobie. Ja, einfach, was euch bewegt und so. Ich bin da für euch. Ich wünsche euch nur das Beste. Bis dahin, Sebastian. Adieu, ciao.